Hallo zusammen, da sind wir wieder in Black Myth Wukong. Ja, am Rande des Dorfes aus Sand. Oder so ähnlich. Ja, letztens haben wir ja noch hier gerungen mit dem König und seinem Sohn. Hört der König heißen? Ich weiß nicht mehr. Wo sind wir da eigentlich? Ich gucke gerade jetzt noch mal. Wie heißt denn das? Dass ich mir das nicht. Verzweiflungstal, Dorf Sandtor. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, weil Daddy ist ja auf einmal verschwunden. Ob wir das nicht falsch angefangen haben, dass wir zum Beispiel jetzt vielleicht erst Daddy hätten machen müssen. Oder ich sage mal Eide runterkloppen. Das gab es ja schon öfters. Gerade in solche Spiele, ne? Lord of the Fallen war das auch im Teil 2, ne? Haben wir ja mal einen Gegner gehabt. Da mussten wir beide bekämpfen und beide runterkloppen. Also muss nicht, aber war ratsam. Es könnte also hier auch der Fall sein, weil es war mir zu abrupt, zumal dass wir ja nichts gekriegt hätten, ne? Kein Geist, oder? Ne, das war der Erdwolf, der Rattenschütze, der Assassine, Ali Gulang und Guangmu. Wandelnde Schatten. Treuer Kotau. Aha, so ist der Kotau, heißt du. Okay. Ne, das war also wenn. Aber ich denke mal, dass es ein New Game Plus gibt. Ja. Bin zwar nicht überzeugt davon oder nicht sicher, sage ich mal, aber möglich wär's. Nun kann man das hier dann vielleicht dann mal anders dann machen. Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Wir hätten dann vielleicht die Asche, sage ich, der Geist kriegt von. Um so einen Mann, ne? Jetzt gehen wir mal gucken, warte mal, haben wir da hinten geht es nicht weiter, ne? Wir haben zwei Wege, da vorne die Brücke. Haben wir kurz reingeschaut und hier. Ach so, ja. Warte mal. Hey. Wir gehen erstmal durchschauen, was da los ist. Oje, oje, die scheiß Ambusschütze, die können da wirklich das Leben schwer machen, ja. Dass die nichts aushalten, ja. Gucken wir mal, was da los ist. Das ist eine Höhle, da habe ich schon gedacht, das wäre ein Bossraum schon wieder, aber das sieht man zu verzweigt aus. Böse Tür. Das ist Boss. Oder? Was ist denn jetzt? Ne, das ist auch Boss. Oh je. Ah ne, das ist der Ding, der Daddy. Der König. Atone for your past now. No! Are you mad? Go and hunt the monkey. I'm your father. Lauscht, der gerade seinen Vater verspeist. Ach so, ich dachte immer noch, das wäre eine Zwischensequenz. Ja gut. Moment mal, dann könnten wir ja die Tür öffnen, ne? Das sehe ich mal, was du alles versäumen kannst. Hör mal auf, was liegt denn da alles rum? Was ist denn das? Das ist ein großer Topf, kommt schnell neu.
War doch eben eine Tür, da. Warte mal, das schlagen wir auch gleich kaputt. Dann machen wir mal so. Scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Ach so. Prima. Gut, wenn sie verschlossen ist. Und das Sänger ist wieder da. Da ist ein Topf, den hole ich mal jetzt. Der läuft uns ja nicht dazu. Da gehen wir daher und holen den Oberthänken da rum. Die Socke vom Anne. Weinwurm erwecken. Weinwurm, ach, ich hab schon. Ach, ein Trank, gell? Da gibt's einen Trank. Da gibt's, glaube ich, oder einen Trank dazu, da kann man verstärken. Aha. So, gucken wir mal, was da alles liegt, gell? Ich würde sagen, wir sammeln es mal ein. Es geht sowieso nur zurück und nicht mehr geradeaus. Oh, hi! So, wo ist der jetzt? Wer ist denn das da? Neue Anekdote über einen niederen Na ja, ah, ja, ja, jo, ja. Ne, warte mal, Freunde, das wird mir jetzt dann doch ein bisschen zu untersichtlich, zu unübersichtlich. Irgendwo war doch der Typ da eben, der seinen Vater verschlungen hat. Da ist er doch. Okay, nicht so. Muss Freunde nicht so anfangen, hast du gehört? Nicht so anfangen. Ja, ich will da jetzt keinen Ärger mit dir provozieren. Ja, wenn du das unbedingt haben willst, du kannst es gerne haben. Ja, Herr Hupp. Ich hab Druckwische, Freunde. Okay, nicht vielleicht nur Druckwische. Haben wir noch Mana? Machen fertig. Okay. So, warte mal einen Moment. Haben wir noch irgendwas? Der Schwanzattacke, du noch. Prinz des fließenden Eisens. Wir machen nichts, komm, steig auf. Raus aus dem Dreck. Okay, da lebt nicht mehr lang. Jawohl. Erster Prinz der fließenden Sande, weg mit dem Kerl, hat dann Vater gegessen, das kann man nicht ungestraft durchgehen, lose Freunde. So geht es nicht. Er hat Goldstück, wichtige Gegenstände. Zeit haben wir nochmal gekriegt und Gang. Gang, Gang. Nee, nicht Gang, Gang, Garn. Okay. So. Okay, da können wir nicht runter. Prima. So, was machen wir jetzt? Jetzt werfen wir erst mal einen Blick ins Menü, was da steht alles. Och, ich habe einen Geistfunke. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht mehr gewiss. Dann lesen wir das, was da steht. Was ist das? Legendär. Er hat Goldstück, wichtiger Gegenstand. Wer schabt denn das Gold vom Antlitz einer Ahad-Statue? Das ist ungeheuerlich. Für solch eine Tat muss es doch einen Grund geben. Mit einem einzigen Hieb werde ich den schlichten Ton hinter euren vergoldeten Fassaden füllen. Das weiß ich nicht mehr, was das sein soll. Was mache ich da damit jetzt? Ich habe wieder keinen Plan, ne? So, ja. Yao Guai Oberhaupt. Das war der erste Prinz.
Bitte entschuldigen Sie vielmals. Die gelbfällige Ratte. Ja, gelbfällig, oder? Ne? Das ist ja. Und was war denn das andere? Keine Ahnung, guck halt mal. So. Und wir haben schon einige. Viele Gegner. Es gibt ja schon einige Gegner. Ne? So, Flammenskelett war das. Gucken wir mal, wie er guckt. Ja. Noch was irgendwie, was im Inventar. Da kriegen wir nichts auch gezeigt. Weinwurm. Oh, das darf ich nicht vergessen. Weinwurm. Ich glaube, da müssen wir zum Shen oder Shan. Shen heißt der, glaube ich, gell? So, wie gehen wir vor? Wir haben da einen Weg da oben. Oder wir gehen über die Brücke erst. Vielleicht. Was ist das? Ich höre was. Oh, was war denn das? Übel steht auch noch mal so ein Weinwurm. So, wo ist der jetzt herkommen? Keine Ahnung, wo der herkommen ist. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin muss. Alles so hell hier, ich sehe nichts. War da richtig noch? Ich glaube ja, gell? Da ist die verschlossene Tür. Warte mal, ich hab glaube ich, ich mache erstmal, ich tue mir erstmal die Tränke erhöhen. Wir rasten, dann sind die aber wieder da. Das macht nichts. Komm, wir sind wieder zurück im Verzweiflungstal. Cool. Wir haben jetzt bei Shen. Wir konnten jetzt nicht einen Trank hinzukriegen, aber wir konnten 3 Jahre alte Wein, also eine Trankaufwertung in der 5 Jahre alte haben wir genommen mit dem Weinwurm. So, dann würde ich sagen, warte mal, ich habe immer noch das Ding drin. So, die Geistbunker haben wir jetzt auch noch investiert in die Schlaghaltung ein bisschen. Jetzt gehen wir gerade mal kurz über die Brücke und schauen uns das an. Was ist das jetzt nicht das Tor? Nein, ne? Das ist ja. Da können wir immer noch nichts machen. Ne? Da fehlt uns ja was. Eifer des Tigers. Aha. Eifer des Tigers. Hi. Gehen wir mal schauen, was da los ist. Da war seltsam abgespannt die Brücke, ja? Aber schon intelligent gemacht. Ja? So, Süßholz noch einmal, aha. Ja. So war man, ne? Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Da vorne habe ich gesagt, warte mal, was ist denn das so? Ach so, da haben wir ja... Okay, das könnte natürlich hier ein bisschen heftiger werden. Vielleicht doch erst die andere Seite. Warte mal, was ist denn das so? Der hat so einen Stein auf dem Rücken. Erinnere mich an jemanden. Nee, der haut einen Kopf aus Stein. Wirft er denn jetzt oder? Ah ne, nicht gone. Okay. Neue Anekdote. Seite kriegen wir. Okay, Seite brauchen wir ja. Oh, der hat aber gestaggert ein bisschen, gell, oder? Liegt denn da noch rum? Lassen einfach ihren Dreck im Wald liegen, ja. Das ist nicht der Wald, doch, das Vorläufer zum Wald. Was ist das? Ein Igel oder was? Oh, da gibt es auch Seide. War das jetzt ein Igel? So was ähnliches, gell? Und gerade gucke, wie die heißen. Du weißt doch das noch sowieso nicht mehr. Ah, trotzdem. Kann mal gucken. Speerskelett war das. Ah, ne, das war was auch noch. Grubensteinerer.
Einst lebte ein prahlerischer Gelehrter. Moment. Gottelei. Okay. Einklappen. Rubensteinerer, Rattenhauptmann, Rattengouverneur, Gouverneur. Haben alle schon gehabt. Ja, Moment mal, was war denn das jetzt bei einer? Ja gut, dann lassen wir es. Übersehe ich was wieder? Nein, ne? Den Punkt irgendwo. Na gut. Ja, nett. Jo, macht ja nichts. Gehen wir mal los. Da ist schon wieder... Oh, Achtung, Boss. Schreckensklippe. Schreckensklippe. Ja gut, jetzt haben wir das auch gefangen. Dann würde ich sagen, machen wir doch aber weiter, ne? Ach, da über, guck mal. Skelette. Okay, dann hätten wir. So, das ist ein Skelette. Was beiden der doch frische, oder? Gibt aber nicht viel. Und was war denn das jetzt? Ein Stein oder was? Oder? Lebendes oder was? Was tut das? Otto, warte mal. Ist mir doch richtig? Ich hab doch keine Ahnung. Da ist Augapfel, wichtige Gegenstände. Okay, da schauen wir gleich mal. Inventar. Da ist Augapfel, wichtiger Gegenstand. Ein Augapfel, der dem Kopf des singenden Buddhas, an der Schreckensklippe entnommen wurde. Er könnte sich an anderer Stelle einfügen. Aha. Sie zweifeln am Wert des Mönches, weshalb sie seinen Tempel niederrichten und seinen Buddha zerstörten. Ich hab keine Ahnung, ja, meine. So, dann gehen wir. Da liegt ein Topf oder was? Ein Schrein? Ah, das ist ein Schrein. Sturmwindversteck. Rasten, ne? Beim Rasten wir jetzt nicht. Da ist ein Eingang. Mir ist weites Feld. Und ein paar Pflänzchen. Also merkt ihr das mal da? Da ist ja nochmal so eine 90 Meter. Was ist denn das da? Oh, was, hä? Warte mal. Er hängt in der Luft. Denke mal, was? Ist der weg da auch noch echt? Machen wir was, machen wir was. Oh, der gibt 127 Geistessen. Oh, da, der Auto hat ein Schild. Warten Sie mal einen Moment. Ja, der Schild, du hast gehört, denk dran. Du musst erst das Schild runterklappen. Der ist schon ein bisschen stärker. Es schwebt nur in der Luft. Was? Langsam, Freunde, wir haben nämlich so viel Mana. Nicht in der Falle tappen. Jetzt weiß ich doch nicht, ob das der richtige Weg gewesen ist. Da ist nochmal so ein Knilsch. Ha!
Ja, das ist neu. Das war neu, Freunde. Dass er sich auch rückwärts umblumsen lässt. Was haben wir in der Truhe? Geisteskern, okay. Und den Yaoguai-Kern. Ah. So geht's aber nicht weiter, ne? Okay, das ist das Ende des Tals. Klippen erwarten uns. Mit einem Buddha? Ne. Entweder stehe ich zu weit vorne oder soll doch nicht hoch. Gut. Müssten auch mal an unser Tränke denken, ne? Hab bis jetzt nur am Anfang mal dran genommen und dann habe ich einfach wieder vergessen. Was haben wir alles Schönes? So, warte mal. Haben wir genommen. Da hat ein Speer, warte. Machen fertig. Da gibt es 275 und noch da Seide dabei. Ja. Ach, Scheiße, Herr, wer ist denn das? Komm, Freunde. Von der Bombe, da ist noch so einer. Meister mit Knochen. Oh, nee, ja. Da ist noch so ein Buddha. Warte mal, der hat bestimmt da. Wichtige Gegenstände, wieder ein Augapfel. Oh je. Und das was? Was ist das jetzt? Was sind wir denn jetzt? Fallensteiner. Mal zwei Buddhas Augapfel. Ja. Und das jetzt was zu bedeuten oder ist es einfach nur so ein Item, wo man später vielleicht mal irgendwas mit euch bauen kann oder sowas, was verbessern? Da ist noch einer. Wichtige Gegenstände. Lassen wir es mal dabei. Warte mal, das ist noch so ein... Au! Komm, langsam. Den mal markieren, den Fuzzi. Durch dein Drängen gepasst. Alle aufgebraucht, der durchkennt mehr. Ach so, oh Scheiße. Und dass die mal herkommen. Jetzt habe ich den Eindruck schon wieder, dass es ein großes Gebiet ist. Es liegt aber dort drauf, weil du den Überblick hast. Immer lähmen, ne? Wir haben wieder ein bisschen Fokus gekriegt. Oh Gott, Abby. Ach so, oh je, Krümmelmonster. Gereifter Ginseng. Sag mal. Da haben wir gar nicht gelebt mehr, fast, ne? Das ist unser Schrein. Okay, ein Anhaltspunkt zumindest. Wenn man aber jetzt rastet, aber wo kommt man da hin zu dem? So, warte mal. Aha. Ne, wenn man das alles sammelt, die Geister sind 1200, da kriegt man wieder Tränke nachgefüllt. Das finde ich nicht verkehrt. Ne? Normal wäre es jetzt besser gewesen, wir hätten, wenn wir noch einer gehabt hätten, einer genommen. Aber wir haben ja keine mehr gehabt.
Na, Freunde, wie komme ich denn jetzt wieder hoch zu dem? Ja, das ist das größte Rätsel bis jetzt für mich. Wie man dort zu der Nähe kommt. War da noch was irgendwie? Kommen wir da raus? Ne, ne. Ja. Machen wir auch weiter so. Vielleicht gibt es da mal Wurfwaffe, oder? Weil es gab ja bei der Ambusschütze, ach, die konnten ja Feuerbombe werfen. Noch einer, ja. Gehen wir mal ein bisschen Leben dazu kriegt. Durch den schweren. Ich weiß halt manchmal gar nicht mehr, was ich euch gestellt habe, ja. Soll ich es aber auch noch mal. Kriege man da auch, ich glaube, da kriegt man ab, aber nicht so viel Tränke dazu. Ich trinke mal was. So nicht. So. Langsam, das sieht gefährlich aus. Jawohl, man fast volle Tränke. Wieder halal. Die Mana nicht, ne? Mana, Mana. Ja, genau. Was ist das? Was ist das? Das war so ein Typ. Immer jetzt wieder am Anfang. Oh, was macht der? Eid. Frost, hey, ist das Frost oder was? Oder? Ja, oh, nur was das ist. Geht, ne? Du? Das war... So ein kleiner Stein, ne? Noch einer hier. Noch Scheiße, ja. Haben wir gar keinen Mana mehr. Er lebt noch. Er lebt noch. Ach, da unten ist auch noch mal so ein Schild. Oh, das wird größer, ja. Was? Was ist denn das jetzt? Da noch so ein Topf in der Nähe. Porträt wurde wieder aktualisiert. Und Gebische kriege ich mal wieder dazu und Tränke, nur halt kein Mana. Also wir uns auf unser Stabkunst verlassen, ne? Aber da ist irgendwo ein Schrein, Freunde. Da ist doch, oder ne? Da muss irgendwo ein Schrein sein. Feuerkloppenblume. Freunde, ich habe mich total verlaufen, ja. Ich hätte jetzt gerne den Schrein gehabt. Ach du. Sind wir jetzt wieder am Ausgangspunkt? Nee. Wir sind nicht am Ausgangspunkt. Das könnte aber auch schon wieder Boss sein, du. So was ähnliches. Ich sammle. War nix. Du hast das Schild verloren, du Depp. Oh Gott, wir haben schon wieder einen Geistfunk gekriegt, ja, Freunde. Kommen die dann immer wieder? Das wäre natürlich scheiße, weil du musst ja irgendwann musst du mal rasten, ne? So, dann muss man das sehen jetzt.
man natürlich auch einiges wieder übersehen. Ne, je nachdem, was die Entwickler da euch, das ist noch so einer, euch gebaut haben. Wo ist denn das Schild, Alter? Aha. Okay, das geht immer weiter weg, ja. Ach du Ibe, das ist, aber das ist ein Bus. Hundertprozentig. Also wenn es kein Händler ist oder sowas. Verlieren wir was? Nee, ne? Wir gehen gucken, wenn es ein Bus ist und kein Händler und dann. Und dann, ja. Da können wir ja fast nichts machen, dann können wir nach. Leben haben wir, ja, aber trotzdem. Ne, das ist ein Händler. Das ist der Schmied. Wissen, dass das ein Schmied ist? Es ist ein Schmied. Raise thy cup, seek answers on high. Who defies death neath every sky? Oh, I messed up my mission. Go find something to sober me up. Two more jars from Windrest. Make it quick. Two more jobs. Naja. Okay, also. Falsch gelegen, ne? So falsch wie es nur geht. Also, da weiß ich jetzt überhaupt nicht. Ich mache jetzt folgendes: Ich mache einen Cut. Und wir steigen. Aber nicht hier ein, wir gehen auf der anderen Seite mal ein Stückchen weiter. Weil hier haben wir jetzt zwei Schreine. Könnten wir ja dann jederzeit wieder herreisen. Da vorne ist ein Tor. Da ist der Bus. Das könnte sein. Okay, ich mache einen Cut. Dann macht's gut. Bis dann.